Österreich steuert auf die Impfpflicht zu. Was noch vor wenigen Monaten als Verschwörungstheorie abgetan wurde, wird nun öffentlich breit diskutiert. Natürlich soll es nach wie vor keinen direkten Impfzwang geben. Jene Österreicher, die sich nicht impfen lassen wollen, sollen stattdessen künftig in nahezu allen Lebensbereichen dermaßen benachteiligt werden, damit sie sich dem Druck beugen und sich doch noch impfen lassen. Italien führt gerade etwa die 3G-Regel für alle Arbeitnehmer ein. Wird das auch bald bei uns zur Realität? Wer die Debatte in den letzten Tagen mitverfolgte, wird diese Frage wohl mit Ja beantworten müssen. Aktuell wurde nämlich schier Unglaubliches bekannt. Wer in Zukunft einen Job verweigert, für den eine Impfpflicht gilt, kann nicht nur das Arbeitslosengeld verlieren, sondern auch die Mindestsicherung. Die FPÖ wird hierbei sicher nicht tatenlos zusehen, denn rechtlich wird man sich diese Vorgehensweise noch genauer ansehen müssen. Wir werden im Parlament auf jeden Fall ein Antidiskriminierungsgesetz für ungeimpfte Menschen einbringen, so FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Doch nicht nur der Bereich des Arbeitsmarktes zeigt, dass man die Menschen in Richtung Impfung treibt. Am Montag wurden die Pläne für die Wintersaison im Tourismus präsentiert. Auf den Seilbahnen, in der Hotellerie und Gastronomie und auch auf den Weihnachtsmärkten wird es für Ungeimpfte ungemütlich. Sie werden mit einem Testmarathon schikaniert. Und der Oberhammer? Am Lift gibt es die FFP2-Maskenpflicht. Wie angenehm und auch vollkommen praktikabel. Und der grüne Gesundheitsminister Mückstein verkündet: Für Geimpfte und Genesene werde es dann kaum Einschränkungen geben. Zusammengefasst, die Spaltung der Gesellschaft findet also auch zwischen Glühwein und Sessellift statt. Mit allen Mitteln versuchen ÖVP und Grüne, die Bürger in ihr Corona-Zwangsregime zu pressen. Das ist an Menschenverachtung und an Grauslichkeiten kaum mehr zu überbieten. Die FPÖ sagt hier ganz klar: So nicht.